Hier, das sie ausmacht. Ja, das also dementsprechend hier. Und die laufen gegeneinander, oder? Die laufen jetzt gegeneinander, die beiden Platten. Das ist ja das Konträre, hä? Ja, gegeneinander. Eine so und eine, ja, gegeneinander. Gegeneinander, aha. Das ist so, Interessant, und das ist... Das ist Hobby, oder was? Das ist Hobby. Er macht seit 20 Jahren Bau, der sagt er. 20 Jahre. So, Das hat einen Stangen Geld gekostet. Einen Stangen Geld hat das gekostet. Was ist denn das für Teil? Jetzt auch wieder Leibnische Flasche oder ist es ein Versuchsaufbau? Nein, das ist die erste Maschine, die man gemacht hat. Die funktioniert hat? Ja. Ja? Noch eine Lampe, aber die ist noch nicht fertig. Jetzt haben wir die weggetan, die ersten, da haben gesagt. Ja, das läuft aber so nicht, wenn Sie es jetzt anschmeißen, oder? Ja, so leise, ja, aber da es gibt keine Energie. Jetzt gibt es noch keine Energie. Ja, ist klar. Das ist also ein Hufeisenmagnet, richtig? Ja, Hufeisenmagnet. Und das sind wieder diese Leibnischen Flaschen. Ja, Leibnischen. Und wie gesagt, hier halt... Da kommt natürlich noch ein Fühler drin. Ne? Was für ein Fühler? Ja, da dran. Ne? Muss da ein Fühler, das... Für die Impulse oder was? Für die Impulse. Der Impulsfühler sozusagen. Für die Frequenz, für die konstante Frequenz, oder wie? Ja, dass sie immer gleich blieb. Das heißt, eine praktische Synchronsteuerung, mehr oder weniger? Synchronsteuerung. Aha. Das hat viel Arbeit gegeben. Wie lange haben Sie gebraucht, so? Die Großen, das ist ja natürlich... Ja. Jetzt ist das ja nicht so schlimm, nachdem wo man die erste gebaut hat. Ja, das haben Sie also wirklich selber alles entwickelt ohne Vorlagen? Ohne. Und woraus kam die Idee raus? Raus? Ja, wir haben mit so Platten, wissen Sie, die ja, ich muss nur wirklich, mit der Kamera, nee, ist okay. Sie machen mir denn nicht, die kommen nicht in einer... Nein, nein, ich kann Ihnen zeigen, es ist ein 8mm Film, das ist okay. Ne, bitte? Ja, nee, ich spreche darüber weiter, wie sind Sie das? Wir haben da die Platten, wo Sie spielen, ne? Ja. Und wenn Sie, wir haben mit denen gearbeitet und das hat immer... Sie meinen also ein Plattenspieler, der hat also statische... Die Platten da, die Telefon, die ja. Was sie spielen, ne? Ja. Plattenspieler? Ja, die Platten. Ja. Wenn sie es so machen, dann haben sie immer einen, wir haben geschafft mit dem, dann haben wir gedacht, ja, das ist eine Elektrizität, die man brauchen kann, ne? Das muss man da brauchen können. Dann haben wir angefangen mit diesen und dann so drehen und dann hat es wieder Spannung gegeben und dann... Also im Prinzip ist das Hauptproblem ist also die Energie, das Hochspannungsfeld abzuführen. Das ist das Problem. Ne? Ja, das ist bis jetzt, das haben sie schon viel gemacht in der Schulung, die Modelle da. Sie haben noch eine Spannung, einen Platz bekommen und fertig ist die. Keine Spannung mehr gehabt, oder? Also die Spannung aufrechtzuerhalten, ne? Das ist das Problem mit Synchronsteuerung. Ja. Ja, so ein Anteil. Das ist eine Umlenkung, oder? Ja. Moment. Ich habe das mal zufällig nicht funktioniert. Das habe ich wunderbar gemacht. Also. Ja. Wenn jetzt noch hier blitzen würde und blitzen.